So, Folge 58, 158 von Let's Play Mass Effect Andromeda, immer noch auf Kedavra. Ich glaube, in den Badlands müssen wir nicht allzu schnell wieder raus. Wir müssen nach Kedavra hoch. Die Slums lassen wir hinter uns. Ab nach Kedavra. Und bevor wir, glaube ich, mit Kedavra weitermachen. Oh, Cora. Bewachen Sie die Tempest? Den Nomad. Er hat ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt, als wir ihn ausgeladen haben. Und ist deutlich leichter zu entwenden. Ich hielt es für eine gute Idee. Bisher wurde erst dreimal versucht, ihn zu stehlen. Und es gab ein Kaufangebot. Wie hoch war das Angebot? Nur damit ich weiß, was für einen Wert das Ding hat, mit dem ich rumfahre. Die Verhandlungen wurden abgebrochen, als er fragte, ob ich im Lieferumfang enthalten sei. Merkwürdig. Wahrscheinlich habe ich ihm missverständliche Signale gesendet. Na gut, bevor wir uns um die Sachen kümmern, werde ich, glaube ich, in dieser Aufnahmesession noch schnell zur Tempest zurückkehren. Was mich so ein bisschen nervt, teilweise noch, ne? Mich nervt jetzt teilweise schon einiges im Spiel. Aber ich mag es trotzdem irgendwie, aber es hat halt. Man merkt dann doch schon viel mehr Fehler, als man überhaupt bewusst wurde vorher. Oder bewusst war vorher. Was mich gerade so stört, habe ich jetzt schon verkackt, die Romanze einzugehen? Oh. Was ist los, Ryder? Warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kedavra waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Eladen. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein. Für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Wir werden keine überstürzten Entscheidungen treffen. Drak hat dem Team von einem Problem berichtet. Fahren wir die Emotionen runter und betrachten wir die Sache mit klarem Verstand. Okay, und wenn wir schon dabei sind, ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kedavra über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Mist. Niemand kämpft härter als Leute, die nichts zu verlieren haben. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Unser Ziel lautet, hier eine neue Heimat zu schaffen. Und man weiß nie, wozu etwas gut sein kann. Wie auch immer. Geben Sie Kello die NAV-Punkte für Ihr Laden und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey! Von wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Oh Mann, ey. Sie haben ja mal angekündigt, ja, Ryder muss sich erst das Vertrauen der Crew erringen, erkämpfen. Und das ist, glaube ich, die zweite Situation, wo das tatsächlich vorkommt. Ich glaube, ich werde hundertprozentig dieses Spiel nochmal spielen, aber mit Sarah, um auch einfach herauszufinden, was sich denn nun tatsächlich
ändert, wenn man sich nur auf die Story konzentriert. Ich habe jetzt jede Menge, ich habe wirklich so gut wie möglich allen Scheiß erledigt, den ich finden konnte. Kalorienaufnahme für das ganze Team empfehlen. Toll, noch mehr Dosen. Sind Sie da sicher, Betsy? Wir wissen nicht, wie lange unsere Ration vorhalten müssen. Wir haben trotz des Handels mit Kedara und Aya noch keine verlässliche Nahrungsquelle. Ich bin sicher, Sie finden eine Lösung. Ja, lass mal zu den E-Mails mal schauen. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Die Arche der Asari. Hallo, Weile, ich habe einen Durchbruch erzählt, was die Position der Asari-Arche angeht. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich zu mir auf die Tempest. Oh, yes, Baby. Wir werden sowas dann kommen. Das klang falsch. Shit. Weil das ist eine verschlüsselte Nachricht von Sid eingegangen. Sie will mit uns sprechen. Es klingt wichtig. Wir brauchen sie dafür. Also kommen Sie vorbei, wenn Sie Zeit haben. Vetra. Treff mit Axul. Mushal Sjefa oder Sefa. Pathfinder. Ja, hat mich wissen lassen, dass ich mit Axul treffen möchte. Es ist lange her, dass ich mit ihm gesprochen habe. Er wurde durch die Kette derart verändert, dass es schwierig wurde, sich mit ihm zu unterhalten. Aber vielleicht ist genügend Zeit vergangen und wir können gemeinsam an seine Vernunft appellieren. Ich habe ein Treffen mit meinem in meinem Labor auf Aya organisiert. Bitte kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist. Aha, den Anführer der Wooker. Hinweis auf die Arche Latanus. Avitus Rix. Weil ich höre Gerüchte, dass Bergungssammler auf einem Planeten namens Eladen Teile einer Arche gefunden haben. Vielleicht ist nichts daran, aber wir sollten der Sache nachgehen. Mhm. Diplomatische Bemühungen auf Aya, Direktor Jaruntan. Als wir unsere alte Heimat verlassen haben, war es nicht vorgesehen, dass wir mit einer Alien-Zivilisation um eine neue verhandeln müssen. Es ist entscheidend, dass wir die Angare beschwichtigen und auf unsere Seite halten. Sie haben für uns eine Botschaft auf Aya eröffnet und unser diplomatisches Team lebt sich dort bereits ein. Ich zähle darauf, dass Sie unseren Erfolg gewährleisten. Sie haben Kontakte mit den Anführern des Widerstands, der Mushai und den Gouverneur von Aya etabliert. Tun Sie Ihr Möglichstes, um alles über diese Leute und ihre Unterstützung in Erfahrung zu bringen. Je besser wir die politische Struktur von Aya verstehen, desto mehr Erfolg werden wir dabei haben, und ihrer Hilfe bei der Kolonisierung von Helios zu sichern. Fehler. Unbekannte Absender. Ich muss mich kurz fassen, aber ich habe erfahren, dass mein Virus funktioniert hat und die Verbindung zu Sam unterbrochen wurde. Eine ausgezeichnete Neuigkeit. Wir sollten uns persönlich unterhalten. Der Nachpunkt für unsere Zuflucht auf Kedavra liegt bei. Das Virus war nur der erste Schritt. Sie können ein starker Verbündeter bei unseren künftigen Unternehmen sein. Neid. Darauf habe ich ja schon Ewigkeiten gewartet. Bitte suchen Sie mich auf, Captain Dan. Weiter, bitte suchen Sie mich auf dem Hyperion-Deck auf, um über eine heikle Angelegenheit zu sprechen. Oh, meine Güte, jetzt scheißen Sie mich aber voll mit Quests hier. Etwas Verdächtiges. Sidera Nix. Liebe Pathfinder, ich bin weitere Schwester Sidera, aber alle nennen mich Sid. Ich weiß, dass das nicht gerade beim Protokoll entspricht, den Pfadfinder einfach über seine persönliche Konsole zu kontaktieren, aber Vetra würde mir nur sagen, dass ich überreagiere und ich schwöre, ich würde das hier nicht machen, wenn es nicht ernst wäre. Es gehen einfach Dinge vor sich, die nicht zusammenpassen und es leiden Leute darunter. Es ist schwer zu erklären. Können wir uns persönlich unterhalten? Ich bin in der Einsatzzentrale. Nach ein Interview. Hallo, Wale, ich habe gehört, Sie sind gerade von Kedara Port zurückgekommen. Es gibt von dort kaum offizielle Verlautbarungen und die Exilanten halten sich auch bedeckt. Würden Sie mir vor der Kamera ein paar Einzelheiten dazu verraten? Oh mein Gott! Sie machen Wellen! Ich habe im Tartaros und im Port erzählt, wie professionell Sie mit den Ruka umgegangen sind. Natürlich habe ich ein wenig ausgeschmückt und meine Beteiligung unterschlagen. Ich will Ihnen ja nicht das Rampenlicht stehlen. Nicht, dass ich das könnte. Es sind echt eine Nummer, Ryder. Reyes. Über Kedavra. Einer meiner Freunde von Kedavra hat mir eine Liste mit Tipps geschickt, wie man dort überleben kann. Das meiste ist gesunder Spezies Verstand, aber sind ein paar echt nützliche Sachen dabei.
tragen ist gefährlich. Im Umgang mit Sloan und jedem, der für sie arbeitet, ist größte Vorsicht geboten. In der Politik auf Kadabra geht es weniger darum, wer den größten Stock hat und mehr darum, wer seine Stöcke auf möglichst kreative Weise einzusetzen bereit ist. In den Slums gibt es einen winzigen Laden, in dem man die beste Tasse Quilua auf dem Planeten bekommt. Niemals Quilua mit anderen Stimulantien mischen, egal was andere sagen, gilt nur für Menschen. Auf gar keinen Fall jemals der Barkeeperin Umi sagen, überrasch mich. Diplomatisches Treffen, kultureller Austausch der Nexus. Wir bereiten derzeit den Besuch der ersten angarischen Botschaft auf Nexus vor, Isa Danava. Trotz der wichtigen Wichtigkeit ihrer Pflichten hoffen wir, dass ihr nächster Rück auf die Station mit einem Besuch zusammenfällt. Ein herzliches Treffen zwischen dem Pathfinder, der Aya entdeckt hat, und den angarischen Botschafter könnte den Ton künftiger Beziehungen prägen. Hochhartungsvoll, Launa der Safara. Credits einer Matriarchin. Meine Güte! Als ich letztes Mal auf Kadabra war, bin ich auf Kralas dieser Asari begegnet, die mich bei einem kleinen Wink mitmachen lassen wollte. Ach, bei einem kleinen Ding mitmachen lassen wollte. Anscheinend gibt es eine Matriarchin, die auf den Nexus hergekommen ist. Nur ist sie in der Stasis gestorben. Mein Kontakt sagt, ihr stünden ihr die Credits der alten Dame zu. Jede Menge Credits, und jetzt kommt's. Sie will sie mit mir teilen, aber es gibt einiges an Behördenkram zu erledigen. Transfergebühren, und sie hat Schwierigkeiten, die nötigen Credits dafür aufzubringen. Hab mich gefragt, ob ich die Transfergebühren übernehmen kann. Ich wollte Vetra mit an Bord holen, aber sie sagt, das wäre eine Betrugsmasche. Bin mir da nicht so sicher. Für mich klingt es nach einer guten Gelegenheit. Es war eine Betrugsmasche. Tun Sie mir einen Gefallen und erzählen Sie Vetra nichts davon. Filmabend. Hallo, weiter was? Immer so wie in der Küche zubereitet, es riecht schrecklich. Sie sagt, es sei für einen Film am gute Sache, schlechte Snackauswahl. Ich kann das besser. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich Ihnen. Das klingt nicht gut, kleine Kolonie. Was? Ich dachte mir, ich zeige Ihnen, was Drux mir gesendet hat. Eine Transkription eines Audiologs, wegen dem ich mir Sorgen um die Kolonie mache. Klingt so, als würde Morda was im Schilde führen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Morda, ich will nicht länger herumstreiten, Brank. Es wird Zeit, es der Initiative heimzuzahlen. Brank, das ist doch gar nicht an uns was? Die ist doch gar nicht an uns interessiert. Morda, es wird sich ändern. Bald werden alle wissen, dass ich Overlord bin. Und sobald ich meinen Plan umsetze, wird kein Zweifel mehr daran bestehen, dass der Kurganer über Helios herrschen. Und dann werden sie kommen und um Gnade winseln. Brank. Okay, Morda. Ich stelle ein Team zusammen. Beschaffen sie alles, was sie brauchen. Morda. Kein Kurganer braucht je wieder sein Haupt vor der Nexus. Gottes Willen! Wie geht's? Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Ryder, würden Sie mir mal Ihren Zugang zum Forschungsraum leihen? Wofür? Ich müsste eine Kleinigkeit erledigen. Ich bräuchte Ihre Hilfe, falls möglich. Na klar. Sicher, wenn ich kann. Suvi, würden Sie bitte für eine Weile das Steuer übernehmen? Ich brauche Ihre Autorisierung, damit ich die Datenbank erweitern kann. Ist das unser Antriebskern? Die kompletten Baupläne. Im System selbst sind nur wenige. Ich habe sie aus meinem Gedächtnis. Ich habe sie aufgezeichnet. Alle Linien, alle Werte. Gil wird sie brauchen. Ich nicht. Sie sind immer noch unzufrieden damit, dass Gil auf ihrer Tempest das Sagen hat. Stimmt's? Sagen wir, es erinnert mich an die Zeit, als sie das ganze Projekt einstellen wollten. Dieser technische Berater bestand darauf, dass das Schiff niemals richtig fliegen würde. Er hat dabei viele von Gils Argumenten benutzt. Deshalb tut mir das alles so weh. Die anderen starben in der Überzeugung, dass wir gesiegt hätten, dass ihr Vermächtnis Bestand hätte, und ich habe sie im Stich gelassen. Sie haben uns die Tempest durch ihre Augen gezeigt, warum sie so wichtig ist. Sogar Gil versteht das jetzt. Wir vergessen gerne, dass unsere Technologie nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Jemand hat sie erfunden. Jemand mit Herzblut.
Letzten Endes bringt jemand anderes die Arbeit voran, wenn man selbst nicht mehr kann. Ich, brauche die Freigabe des technischen Offiziers für diese Baupläne. Irgendeine Idee, wie ich das anstelle? Gil, haben Sie kurz Zeit? Ich brauche Sie im Forschungsraum. Oh, schon unterwegs. Tja, eine direkte Konfrontation. Ich dachte, wir hätten das geklärt. Was gibt's? Ich habe die Baupläne der Tempest für Sie eingespeichert. Sie dürften Ihnen die Arbeit erleichtern. Wenn man sie so sieht, reduziert und ganz klar, ist sie wunderschön. Oh, richtig. Sie haben das ja nie gesehen. Richtig. Dieser Bogen hier, das ist Kunst. Und da. Oh Mann. Oh Mann. Plapp, ich werde wieder gebraucht. Also die spawne ich einfach. Scheiße, wo ist denn Cora jetzt hin? Hey, Jarl. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Was? Das haben Sie gar nicht. Moment. Was ist hier los? Sie sehen sehr beschäftigt aus. Wenn ich beschäftigt bin, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache mir keine Sorgen. Ich kann nachvollziehen, dass das hilft. Ich hätte gerne einen Rat von Ihnen. Ich mache für alle Geschenke. Ich habe eine Liste. Geschenke? Mögen Turianer Gedichte? Für Vetra schreibe ich ein Gedicht und graviere es in... Ich bin noch nicht sicher. Wie kann man ein persönliches Gedicht nicht mögen? Sehr gut. Vielleicht trage ich es ihr auch einfach nur vor. Da will ich aber dabei sein. Liam scheint meinen Rough-Gin zu mögen. Ich könnte ihm einen nähen. Wirklich? Mögen Kroganer Messer? Ich könnte für Drug einen angaranischen Ritualdolch anfertigen. Ich glaube nicht, dass Drug damit irgendwas macht. Ich versuche, seine Dolchsammlung überschaubar zu halten. Eine Klinge in der Hand macht ihn immer gleich so stichwütig. Okay, verstanden. Wem könnte ich dann einen Dolch schenken? Jarl, das ist sehr viel Arbeit. Worum geht's hier wirklich? Ich bin sicher, Sie halten mich für selbstbewusst und kompetent. Aber das bin ich nicht. Oder zumindest fühle ich mich nicht so. Dasselbe empfinde ich auch ziemlich oft. Gut zu wissen. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Seien Sie einfach Sie selbst. Meine Familie ist sehr bekannt. Unser Geschlecht wird allgemein respektiert. Und viele meiner Verwandten haben Großes vollbracht. Ich habe nie dazu gehört. So viele ältere Geschwister und Cousins, die immer erfolgreich waren. Ich versuche schon lange nicht mehr mit ihnen Schritt zu halten. Verstehe. Danke fürs Zuhören. Sie sind jetzt einer von uns, Jarl. Das heißt, er wollte irgendwelche Geschenke. Und was für ein Geschenk bekommen wir? Pibi, hi. Kaderaport ist echt grässlich, hm? Da erwartet uns bestimmt jede Menge Ärger. Und dann machen wir jetzt auch noch Jagd auf das Schiff des Archons? Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Sie ist großartig. Vor allem, da wir keine anderen haben. Auch wieder wahr. Gibt es sonst noch etwas, das wir besprechen müssten? Gibt es noch etwas, das Sie mir über Kalinda erzählen möchten? Zu Hause gehörte sie als Botschafterin zur Oberschicht. Sie wurde respektiert und hatte alles, war aber unglücklich. Sie meinte, sie wäre für dieses Leben nicht geschaffen. Aufgrund ihrer Stellung wollte die Initiative sie als Erstkontaktspezialistin. Sie gehörte zu den Ersten, die aus der Stase geholt wurden. Kalinda war auch diejenige, die dafür gesorgt hat, dass ich früher geweckt wurde. Und dafür bin ich ja immer noch dankbar. Allerdings ist dann ziemlich schnell alles in die Brüche gegangen. Sie hat mich verletzt. Richtig verletzt. Was ist passiert?
Ach, vergessen wir die traurigen Geschichten. Das ist alles Schnee von gestern. Also was denken Sie? Ist dieses Meridian das, wofür wir es halten? Alles, was wir gesehen haben, jedes Reliktsystem, das wir entdeckt haben, ist mit allem anderen verbunden. Die Bots, die Monolithe, die Gewölbe. Es liegt also nahe, dass durch die Aktivierung Meridians das gesamte Netzwerk verbunden und das Terraforming in diesem Cluster wieder aufgenommen wird. Sie denken also, wir tun das Richtige? Oh ja. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Stimmt. Die Torianer setzen also die Genophage frei und vernichten damit im Prinzip uns. Gil, hier ist dieser Cat-Transponder. Der Spion hat darüber seine Befehle erhalten. Was brauchen wir von ihm? Den Ort, mit dem er verbunden ist. Damit müssten wir dann das Schiff des Archons finden. Okay. Hängt ja auch nicht viel davon ab. Es ist nur unsere beste Chance, Meridian zu finden. Stress. Ich mag Stress. Zum Glück gelten überall im Universum dieselben physikalischen Gesetze. Die Kommunikationsmöglichkeiten im Weltraum sind begrenzt. Hier, versuchen Sie es mal. Haben Sie etwa eine Verbindung? Scheiße, schalten Sie es ab! Vorsicht! Das ist eine Direktverbindung zu Leuten, die jeden auf diesem Schiff ermorden wollen. Sam... Ich habe die Koordinaten. Das Signal führt zum Terfino-System. Wollen wir das wirklich durchziehen? Eigentlich wissen wir noch zu wenig, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wusste, die Reise nach Andromeda würde gefährlich werden, aber scheiße. Das hier ist gefährlich. Nur wenn wir sterben. Okay, das Cat-Flaggschiff. Terfino-System. Gottes Willen, ey. Es gibt da etwas, das Sie wissen sollten. Ich finde hier ständig Krümel auf der Theke. Genau das ist nämlich wichtig, Dread. Dass das Schiff sauber ist. Vergessen Sie's, Drake. Ich nehme Ihnen den Küchendienst nicht ab. Ich denke, irgendwas knabbert an unseren Vorräten rum. Irgendwas, das nicht hierher gehört. Vielleicht sogar was Leckeres. Ah, okay. Ich halte die Augen nach blinden Passagieren offen. Das ist bestimmt... Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Ob das der Pie-Check ist? Krümelspur. Der Besucher. Ah, Kawa will nicht mit uns reden. Hey, Ryder. Ich habe eine verschlüsselte Nachricht von Sid erhalten. Sie hat Neuigkeiten und will mit uns beiden darüber reden. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Endlich! Ich warte schon seit Stunden. Würdest du uns bitte sagen, was das alles soll? Ich habe mir die Meldungen der Außenposten angehört. Und in einer war davon die Rede, dass Siedler verschwunden sind. Was meinst du mit verschwunden? Sie sind nicht freiwillig gegangen. Es gab keine Arbeitsaufträge, keine Minenexpedition, also Entführung. Ich habe recherchiert und denke, dass ich weiß, wohin sie verschleppt wurden. Ein Höhlensystem auf einem Mond im Remarf-System. Ursprünglich eine angaranische Mine, glaube ich. Aber sie wurde stillgelegt. Ich denke nicht, dass der Planet, von dem Sie sprechen, ein Mond ist. Ist doch egal. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich nicht einmischen? Ich konnte nicht einfach untätig rumsitzen. Woher wissen wir, dass deine Informationen verlässlich sind? Sie sind verlässlich. Wir brauchen mehr als deine Zusicherung. Wer steckt dahinter? Warum Siedler? Ach, ist das wichtig?
Werden Sie sie nicht retten, wenn Ihnen der Grund nicht gefällt, warum Sie in Schwierigkeiten stecken? Sid, gib uns alle Informationen, die du darüber hast. Schon geschehen. Kann ich mitkommen? Ich will helfen. Du kennst die Antwort. Klar, natürlich. Halte dich von bösen Leuten fern, Schusswaffen, Bomben, kroganischem Bier. Du hast das gut gemacht. Ich will nur, dass du in Sicherheit bist, okay? Ja, ja. Zu H0747C. Danke fürs Gespräch. Suvi, man muss sie einfach lieben, aber diese komischen Öko-Snacks, die sie für Liams Filmabend zubereitet. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber sie eignen sich höchstens dazu, sie auf die Leinwand zu werfen. Haben Sie eine bessere Idee? Ja, die habe ich tatsächlich. Cora hat mir einen Zugangscode der Initiative gegeben, mit dem ich einige Schmuggelwaren aufspüren konnte. Um es kurz zu machen, es gibt in Kedaraport jemanden, der Popcorn hat. Und was? Gregson. Was im Grunde dasselbe ist wie ihr Popcorn. Nur besser, weil ich es essen kann. Irgendjemand hat Popcorn in eine neue Galaxie geschmuggelt? Warum nicht? Es ist leicht und die Leute sind bereit, eine Menge Credits dafür hinzulegen. Also gut. Ich mache mich auf die Suche danach, wenn wir das nächste Mal in Kedaraport sind. Danke. Ich finde wirklich, wir haben uns eine kleine Belohnung verdient. Ich muss dieses Spiel noch einmal spielen. Nur mit der Story. So viel Kleinkram ist gemacht. Wir haben es geschafft, Ryder. Sie haben den Flugschreiber der Asari repariert? Ja, ein paar alte Zugangscodes, ein wenig Datenwiederherstellung durch Sam und schon konnten wir den letzten Kurs der Arche ermitteln. Die NAV-Punkte sind im System. Wir können uns auf den Weg machen, sobald sie soweit sind. Denken Sie an das Forschungsschiff. Was wir finden werden, wird uns vielleicht nicht gefallen. Sind Sie... Es ist mein Job, mit schwierigen Situationen klarzukommen. Wir brauchen die Asari und Sarissa mehr als je zuvor. Ich vertraue darauf, dass Sie sie finden, bevor die Kettes tun. Meine Fresse, was ist denn hier los? Ich krieg auf einmal eine Quest nach der nächsten ins Gesicht. Irgendwas hat sich hier ein Nest gebaut. Und es mag Frühstücksflocken. Vielleicht können wir ja eine Falle bauen, um es unverletzt einzufangen. Oh Gottes Willen. Habe ich denn jetzt mit jedem gesprochen? Pijack, Mannschaftsquartiere da vorne, die Galaxiekarte, genau. Ich glaube aber, bevor ich mich hier wieder komplett vertue, was die Zeit angeht, werde ich hier einen Cut machen und in der nächsten Folge die ganzen Quests, die ich gerade ins Gesicht gepfeffert bekomme, abschließen. Kedaraport steht als nächstes an. Da haben wir noch drei Aufgaben zu erledigen. Das werden wir demnächst dann auch angehen. Den Außenposten noch bekommen. Und meine Güte, dieses Spiel. Ich glaube, tatsächlich muss man sagen, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn man die Prioritäten anders setzt. Die Hauptgeschichte mit den Tempest-Nebenaufgaben erledigt, plus den Erinnerungsauslösern und auch die Loyalitätsmissionen abschließt, dann ist das echt ein tolles Spiel. Aber sobald man anfängt, die Nebenaufgaben zu machen, ist das einfach nur noch absoluter Scheiß. Ich meine, ich müsste wirklich mal gucken, wie viel Story ich bis jetzt gemacht habe. Ich meine, ich bin in Folge 100, über 150 Folgen inzwischen schon. Aber gut. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Ich freue mich tierisch auf die nächste Aufnahmesession. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auch weiterhin den ganzen Nebenscheiß machen. Und auf jeden Fall New Game Plus nochmal spielen. Das Spiel dann aber allerdings so spielen, dass ich tatsächlich
nur die Hauptgeschichte und eben die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, mache und nicht die Nebenaufgaben. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Tschüss!